Willkommen zu einem weiteren Teil hier aus meiner Künstlerbibliothek und im heutigen Teil stelle ich euch den deutschen Maler Lovis Corinth vor. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid und auch natürlich, dass ihr am oder im Chat teilnehmt und euch austauscht. Und in dem Fall habt ihr natürlich auch die Möglichkeit zu kommentieren oder Fragen zu stellen. Und das könnt ihr natürlich dann auch machen, wenn ihr eine persönliche oder eine Frage an mich habt. Dann markiert mich mit einem Ad und dann müsst ihr meinen Namen aufpoppen, wenn ihr die ersten Buchstaben schreibt und dann und wird dieser Name gelb unterlegt und ich finde natürlich dann auch diese Frage. Ansonsten nehme ich mal meinen Zettel zur Hand, den habe ich jetzt beiseite gelegt gehabt, also man stolpert dann doch immer wieder so in den Live, in die Livestreams rein und jedes Mal, wenn ich dann so drüber nachdenke, bin ich dann echt immer wieder erstaunt, dass das dann doch einerseits mal wieder so aufregend ist und andererseits natürlich dann immer dieser Technikstress und wie auch immer. Auf jeden Fall, schön, dass ihr dabei seid und ich fange jetzt gleich mal mit einem Zitat vom guten alten Lovis an. Die Malerei ist rein sinnliche Empfindungskunst, die mit keinen textlichen Erklärungen verquickt werden soll. Lovis Corinth. Lovis Corinth, ich weiß nicht, wer von euch ihn schon kennt. In dem Fall ist es eben ein deutscher Maler, der 1858 in Ostpreußen geboren wurde und 1925 gestorben ist. Aber vorab möchte ich nochmal die Präliminarien, um dann die Leute zu sammeln, die dann noch dazukommen. Ich glaube aber, dass es ganz gut funktioniert, weil ansonsten müsstet ihr jetzt eigentlich schon die ganze Zeit die Arme hochwerfen virtuell, dass irgendwie der Ton nicht passt oder sonst irgendwas. Und ich male schön weiter, bis es losgeht. Okay. Okay. Ja, auf jeden Fall möchte mich anfangs nochmal bedanken recht herzlich für eure Unterstützung. In vielfacher Hinsicht natürlich auch diejenigen, ich habe es schon auch in dem Chat gesehen, wer alles jetzt auch wieder da ist, die mir dann auch nur so meinen Kanal unterstützen und mich da finanziell unterstützen dabei, dass ich das dann auch so weiterhin aufrechterhalten kann. Ansonsten auch natürlich ist es super, wenn ihr dann diese Videos kommentiert, liked und auch teilt. Und für diejenigen, die das erste Mal da sind, freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Abo dalasst, falls ihr dann auch Interesse an weiteren Sachen habt, die dann auch hier auf meinem Kanal stattfinden werden. Okay, Jeanette schreibt mir gerade, dass alles bestens ist. Okay, ihr könnt mich gut hören und mein Mikrofon ist hier oben und mein Mikrofon ist da. Also ich arbeite Doppelmoppel, ne? Also aus Schaden wird man klug sozusagen. Und ja, das sind eigentlich die Präliminarien und ich werde jetzt eigentlich gleich zum Thema kommen. Denn wie schon erwähnt, Lovis Corinth gehört mit Max Lefuck und Lovis Corinth gehört mit Max Slevogt und heißt er Max Liebermann? Ja, ich glaube, der heißt ja Max Liebermann. Liebermann, Slevogt und Corinth gehören so allgemein, werden zu den deutschen Impressionisten gezählt. Funktioniert nicht ganz so, wobei natürlich, wenn man jetzt den Impressionismus relativ weit fasst, stimmt es natürlich. Aber es ist so, dass in der Kunstgeschichte der Impressionismus ziemlich auf Frankreich fixiert ist. Und es gibt aber, glaube ich, auch so ein Impressionismusbuch, das ich zu Hause habe, in dem kein einziger Franzose drin ist, aber Impressionisten aus allen Herren Ländern. Also das heißt, es gibt australische Impressionisten, italienische, russische. Und es war echt wunderbar zu sehen, was da in den verschiedenen Ländern zu dieser Zeit dann auch entstanden ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass es nationalspezifische Unterschiede gibt. Also das Interessante daran ist, und das werde ich dann auch zeigen, dass natürlich man in bestimmten Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, ein ganz anderes Licht vorherrscht, als jetzt zum Beispiel in der Provence oder irgendwo in Süditalien oder in Nordafrika oder in Australien oder Amerika. Und dementsprechend ist die farbige Auffassung das, was am meisten unterscheidet, meiner Meinung nach. Und das kann ich euch natürlich dann auch später zeigen. Lovis Corinth ist 1858 geboren in Tapiau, Ostpreußen. Von 1876 bis 80 hat er die Kunstakademie in Königsberg besucht und hat dort Malerei und Historienmalerei studiert.
1880 bis 1884 hat er die Kunstakademie München besucht und war unter anderem dann ein Student von Franz von Defregger. Ich weiß nicht, ob ich dir was sagt. Also hier im Belvedere sind eben ein paar Bilder von ihm. Also es ist auch ein renommierter Künstler zum irgendwie Mitte, Ende 19. Jahrhundert gewesen. Und man muss auch dazu sagen, dass München zu dieser Zeit eines der großen Kunstzentren war, neben Paris. Also das heißt, das hat ungefähr einen ähnlichen Stellenwert gehabt. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Maler aus Amerika zum Studieren nach Europa kamen, gingen sie entweder nach Paris oder nach München. Es hat dann auch noch die Düsseldorfer Schule gegeben, aber interessanterweise ist das auch so eine Sache, die nicht unbedingt so bekannt ist. 1884 bis 86 hat er dann, war ein paar Monate in Antwerpen, hat dann dort studiert und ist dann weiter von Antwerpen nach Paris gezogen, um dann an der Akademie Julien bei, und das ist, fand ich besonders interessant, Adolphe William Bouguereau zu studieren. Und falls ihr den einfach mal googeln wollt, ist es wirklich erstaunlich, wenn ihr den seine Bilder sieht, weil nämlich alle, die jetzt so im Internet relativ traditionell und nach dem Atelier-Prinzip arbeiten, ist dieser Bouguereau einer der großen Helden. Ich finde es ein bisschen sehr stark vermalt und man würde ihn eigentlich auch als Salonmaler bezeichnen, würde ich jetzt mal sagen. 1887 bis 91 ist er zwischen Königsberg und Berlin immer hin und her gependelt und hat sich dann nicht so richtig entscheiden können, wo er sich niederlässt, ist aber dann schlussendlich 1891 bis 1900, also 9 Jahre dann in München gewesen. In München war es dann so, dass er seine Anfänge als Künstler gemacht hat und natürlich auch mit all diesen Schwierigkeiten, die damit einhergehen, auch in dem Sinne, dass er dann um sein Renommee gekämpft hat. 1892, also relativ am Anfang seiner Zeit in München, hat er dann auch die Deutsche Sezession gegründet. Und es gibt dann auch wunderbare Bilder, werdet ihr dann auch sehen, in den diversen Lokalitäten in München, wo sie dann getrunken haben. Also das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Sache, die Künstler gerne mal machen, habe ich gehört, in diesem Sinne. Es ist aber so gewesen, dass er in München hat es dann ziemlich viele Querelen dann innerhalb dieser Sezession gegeben. Das waren eben dann auch drüben, da waren dabei, also es waren eben die ganzen bekannten Maler, Leibelkreis, die dann dort dann auch natürlich, wie es immer so ist, dann sich dann auch immer ein bisschen untereinander nicht so besonders gut verstanden haben. Oder dann natürlich hat es dann auch immer wieder, bei Künstlern gibt es ja dann immer wieder so Glaubensbekenntnisse. Also der eine hat da die künstlerische Auffassung, der andere eine andere künstlerische Auffassung. Und dementsprechend ist diese Sache natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn es um Gruppierungen geht. Es war damals so und ist es heute auch noch so. Nachdem das dann in München nicht besonders gut gelaufen ist, ist er dann 1901 bis 1911, wobei das war dann irgendwie so die Zeit, da ist er dann nach Berlin gezogen. Er hatte dann seine Kontakte auch noch in Berlin, ein Malerkollege, mit dem er sich gut verstanden hat und natürlich auch zu die Intelligenzia, Schriftsteller und Schauspieler, die, zu denen er Kontakt hatte, die er dann auch porträtiert hat. Das hat ihn dann auch nach Berlin gezogen. Unter anderem hat er dann 1902 eine Malschule aufgemacht, nämlich eine Malschule für Damen. Er hat die dann auch immer seine Malweiber genannt, die dann dazu resultiert hat, dass er ein Buch gemacht hat, kann ich euch hier gleich mal zeigen, das Erlernen der Malerei. Und das zeige ich euch nochmal kurz. Das ist in dem Fall wirklich ein Mallehrbuch und das ist aber auch ein relativ kleines, also kleines Werk, überschaubar. Und sehr kompakt. 1902 bis 4 hat er dann verschiedenste Bühnenbilder von Max Reinhardt gemacht. Und 1904 ist es so, nachdem er dann sie wahrscheinlich schon vorher in seinen Kursen kennengelernt hat, heiratet er seine Schülerin, die Charlotte Behrendt, die er dann auch Petermännchen nennt. Als Spitznamen, die eben 20 Jahre jünger ist. Die heiratet er dann. 1904 kommt dann auch der Sohn zur Welt schon. Und ja, und in der nachfolgenden Zeit ist es auch so, dass sein Ruhm und seine Ausstellungstätigkeit natürlich massiv sind. Das dann aber ziemlich jäh unterbrochen wird 1911 von einem Schlaganfall, der dann auch zu einer linksseitigen Lähmung führt. Das ist dann auch ein interessanter Aspekt, weil das wird immer wieder in der Biografie, besser gesagt auch im Werk dann auch
argumentiert, warum dann ab der Zeit dann auch das Werk sich dann sehr stark verändert. Das werdet ihr auch dann zu sehen bekommen. 1919 zieht die ganze Familie dann nach Urfeld am Walchensee um. Und am Walchensee ist es so, dass er sich dann viel stärker dann auch auf die privaten Dinge konzentriert, sich auch vom Kulturleben der Großstadt zurückzieht und unter anderem mehr als 60 Bilder vom Walchensee malt. Also diese Landschaftsbilder, die werdet ihr auch dann zu sehen bekommen. Und es sind dann aber auch so Themen wie Stillleben, Porträts, all das, was dann auch noch in dieser Zeit entsteht. Er macht dann aber eben nach diesem Schlaganfall also das so weiter, dass er dann ein immenses Arbeitspensum an den Tag legt und unter anderem, und da werde ich heute auch nicht so drauf eingehen, ein großes druckgrafisches Werk, das er hat. Also das ist auch ziemlich beeindruckend. Aber ich habe dann auch bei den Katalogen dann schon gemerkt, dass ich viel zu viele Bilder wieder rausgesucht habe und die Schwierigkeit ist eben immer, sich zu begrenzen. 1925 stirbt er in Sandford bei einer Reise an einer Lungenentzündung. Und wird dann aber in Berlin dann beigesetzt. Und als Fußnote am Ende auch noch ist es so, dass er dann auch während des zur Zeit des Ersten Weltkrieges sich dann ziemlich stark für die deutsche Kunst stark macht und das dann auch propagiert. Mit dem Resultat, dass dann in der nachfolgenden Zeit, wie dann die Nazis an die Herrschaft kommen, und das werdet ihr auch sehen an seinen späten Werken, dass die Nazis seine Arbeiten nicht besonders gut vertragen haben. Das heißt, sie sind auch aus allen Museen entfernt worden und er wurde auch als entarteter Künstler gesehen. Wieder irgendwie so ein Streich der Geschichte, dass er eigentlich einerseits ein wirklich deutscher Künstler ist, der sich eben auch für die deutsche Kunst stark gemacht hat und aber gleichzeitig natürlich von diesen Superdeutschen dann in dem Fall natürlich dann abgelehnt wurde. Und diese Werke wurden ja natürlich dann auch zu Geld gemacht. Also der Gurlitt, eben der, ich glaube der Vater oder Großvater, ich glaube der Großvater dieses Gurlitt, der da in München da diese Riesensammlung hatte, der war eben auch ein Galerist von Lovis, Corinth. Und da zu dem Zeitpunkt während der Nazizeit wurden dann ein Großteil der Werke dann auch verkauft, die wurden dann zu Geld gemacht von den Nazis und deswegen sind sehr viele Werke in den Schweizer Museen auch gelandet. Wobei man natürlich das sagen muss, dass in den deutschen Museen schon auch ziemlich viele Bilder zu finden sind und ich natürlich immer mit Freude dann auf einen Lovis Corinth zumarschiere, wenn ich ihn in irgendeiner der Sammlungen sehe, wie unter anderem hier im Belvedere, die einfach eine große Sammlung von Lovis Corinth Bildern haben. München ist auch gut ausgestattet und ein paar von den Bildern kann ich natürlich dann auch sagen, wo die dann auch zu finden sind. Hannover, wo ich heute mit dem Dietmar Stiller geplaudert habe von der Kunstfabrik Hannover, der hat auch gesagt, dass eben im Landesmuseum dort auch eine große Sammlung an Lovis Corinth Bildern ist. Unter anderem eben ein paar Smash-Hits oder Highlights. Mein persönlicher Zugang zu der ganzen Sache ist, dass ich aus einer Malereitradition komme mit meinem Professor, der auch irgendwo so diese gegenständliche Malerei propagiert hat, aber diese gegenständliche Malerei, die eben auch dann diese Tendenz zur Expression hat. Also auch wenn ich am Eingangs gesagt habe, dass der Lovis Corinth als Impressionist gilt, ist es so, dass sein Werk dann also dann eben ab den 12er Jahren immer wilder und expressiver wird. Und dementsprechend merken wir hier schon, dass es schwierig ist, bei manchen Künstlern so Etiketten draufzustülpen. Ist natürlich immer so. Und der Künstler an sich, der kann es auch nicht leiden. Das ist auch so. Und dementsprechend war es dann so, dass ich, wenn ich die Möglichkeit hatte, einerseits die Bilder zu sehen und andererseits natürlich auch Ausstellungen zu sehen, bin ich da natürlich auch hingefahren und habe das getan. Unter anderem habe ich dann einen Katalog von einer Ausstellung, die ich dann in Regensburg gesehen habe. Eine andere Sache ist, das kann ich auch noch zeigen. Ich habe mal vor vielen Jahren, habe ich hier dieses, ups, ich muss es ein bisschen reinhalten, habe ich diese Zeichnung gemacht. Diese Zeichnung ist hier auf Hartfaserplatte, falls es euch technisch interessiert. Diese Hartfaserplatte ist mit Gesso grundiert und dann habe ich mit Kohle drauf gezeichnet, mit ganz normaler Weidenkohle habe ich drauf gezeichnet und mit dem Knetgummi die Lichter immer wieder rausradiert. Also das ist eben ein Alters Foto gewesen vom Lovis Corinth und das habe ich dann abgezeichnet. Also so als Hommage, dass man halt so seine Lieben um sich herum hat. Also da habe ich ja natürlich immer den Vorteil, dass ich
dass ich mir natürlich meine Lieben dann immer so hinmalen kann und somit kann ich sie dann behalten. Das hat sowas von Voodoo, würde ich jetzt sagen. Und ich schalte jetzt einfach mal um zu den Katalogen. Denn ich zeige euch mal, was ich da so habe. Das ist mein Skript in dem Fall. Das lege ich mal beiseite. Und hier habe ich eben dieses kleine Kompendium, das Erlernen in der Malerei. Also auf das zeige ich euch dann auch nochmal kurz. Das sind eben Zeichnungen von Lovis Corinth selber und Bilder, die drin sind. Und er geht aber auch mit den Verkürzungen, also er geht da wirklich relativ didaktisch vor, erklärt dann auch so die Anatomie, Zeichnen, dann geht er übers Malen. Es sind auch in dem Buch dann seine Gemälde abgebildet, die er gemacht hat. Später kommen dann aber auch sind Zeichnungen, wo er dann andere Bilder dann aufzeigt. Hier ist jetzt zum Beispiel Degas. Hatten wir schon mal. Und das ist Manet. Also das heißt, er hat dann eben auch noch unterschiedliche Künstler dann auch versammelt. Und das Ganze habe ich bekommen. Das war eine Publikation, die der Bösner rausgebracht hat. Ars Momentum. Das war irgendwann einmal, aber das ist wirklich locker 20 Jahre her, haben sie das kostenlos vertickt. Besser gesagt, einfach mal konnte es dann einfach so als Werbegeschenk mitnehmen. Und all diese Kataloge, die ihr jetzt hier auf dem Tisch liegen seht, die habe ich glücklicherweise dieses Mal eben auch gefunden bei dem Buchgroßhändler Amazon. Und ich habe euch unten die Links in die Videobeschreibung reingepackt. Und da findet ihr unter anderem auch den PayPal-Link, falls ihr das Gefühl habt, ihr müsst meinen Kanal und meine Arbeit unterstützen, dann will ich euch nicht aufhalten und danke natürlich recht herzlich im Voraus dafür. Sprich, das hier ist auch, gibt es immer noch zu kaufen. Es ist ein wirklich kurz und knackig schönes Buch. Dann habe ich hier eben die Selbstbildnisse. Da werde ich dann vielleicht auch nochmal später mal kurz reinschauen. Also das werden wir dann noch machen. Und hier habe ich zwei Kataloge. Das ist jetzt hier der von 1996, der in München war, die Ausstellung. Die München, also die war sogar, glaube ich, an mehreren, die war in Berlin, München, die war an mehreren Stellen. Also eine ziemlich große im Haus der Kunst. Und dieser Katalog, das ist der Katalog aus Regensburg. Was auch wieder interessant ist, dass, also es ist ein ziemlich toller Katalog, aber ich werde euch den gar nicht zeigen, weil interessanterweise die Reproduktionen ziemlich dunkel sind. Also das heißt, die Reproduktionen hier drin sind im Vergleich zu anderen ziemlich düster. Also wenn ich die dann auch vergleichen würde, das werdet ihr dann im anderen Katalog sehen, da ist es so, dass dann die Reproduktionen echt ganz, ganz anders sind. Was ich auch interessant finde, ist, dass dieser Katalog ist eben zu dieser Wanderausstellung entstanden, die 2008 in Paris gestartet hat, im Musée d'Orsay. Und wer schon mal in Paris war, wisst ihr auf jeden Fall, dass das Musée d'Orsay ungefähr wie in München zum Beispiel die Neue Pinakothek ist oder hier in Wien das obere Belvedere oder so. Also echt eine große Institution, vielleicht einfach auch noch größer als die beiden erwähnten Institutionen. Und in Deutschland ist dann diese Ausstellung nach Leipzig, also ich möchte jetzt nicht Leipzig dissen oder Regensburg, aber es ist also so, dass das nach Leipzig gegangen ist, ins Museum der Bildenden Künste und nach Regensburg ins Kunstforum Ostdeutsche Galerie. Und das ist wirklich eine kleine Provinzveranstaltung da in Regensburg. Das ist, alle Regensburger mögen es mir verzeihen, aber wenn man jetzt mal das Musée d'Orsay vergleicht, ist es echt ein Unterschied. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist die Wertschätzung, die der Maler dann im eigenen Land erfährt und dann wiederum im Ausland. Also das heißt, dass das Musée d'Orsay ihn als total wichtige künstlerische Position sieht. Und in Deutschland kriegt er halt einfach eben zwei Museen, die halt irgendwie so ein bisschen in der Provinz liegen, würde ich jetzt mal sagen. Das war jetzt irgendwie, naja, ein bisschen die Museen gedisst. Aber ich fange ja auch immer wieder an mit den Porträts, also mit den Fotos, damit ihr einen Eindruck kriegt, wie der Künstler ausgesehen hat. Und da war er bei einem Kostümfest 1876, da war er 18 Jahre alt. Und da war er 29. Es ist schon irgendwie erstaunlich, ne? Dass 29-Jährige heute schauen irgendwie ein bisschen anders aus. Ne? Aber damals haben die immer so gediegen ausgeschaut, immer viel älter. Es gibt von Schiele zum Beispiel auch ein Bild, irgendwie, der schaut da aus wie 40 und tatsächlich ist er bloß 27 geworden. Und hier ist das Bild, wo ich dann erzählt habe, dass sie sich gerne mal wen getroffen haben. Das war jetzt in dem Fall nicht in München, aber jetzt ist der Künstlertisch in Berlin. Und wenn man ihn jetzt hier anschaut, dann sieht man schon, dass er
wie man in Wien sagen würde, ordentlich im Öl ist. Also er ist schon echt ordentlich bedient. Also ich glaube, dass er auch kein Kostverächter war. Also sprich, er ist den Freuden des Alltags oder des Lebens nicht sonderlich fern gestanden. Und ich denke, Essen, Trinken kann man eben schon sehen. Und das ist jetzt 1905. Seine Familie, das ist die Charlotte, das Petermannchen und der Thomas mit einem Jahr. Und zu der Zeit waren irgendwie so diese Künstlerfeste ziemlich beliebt, wo sie dann sich immer wieder verkleidet haben. In dem Fall ist er jetzt der Bacchus. Guter Bacchus, Bacchus lebe, Bacchus war ein braver Mann, wie schon bei Mozart heißt. Hier haben wir ein Bild von ihm im Atelier. Und auch wiederum, für mich sind zum Beispiel solche Bilder super aufschlussreich. Also als erstes mal interessant, ne? Paravent für die Modelle, sehr diskret. Das Modell kann sich da hinten kleiden. Das andere ist, dass sie ihre Bilder auch immer im Rahmen gemalt haben. Das heißt, ihr seht dieses Bild, das hier, das ist schon gerahmt. Und man sieht es dann auch zum Beispiel bei Fotos von Menzel oder bei all diesen Leuten in dem Atelier. Es ist ganz oft, dass sie schon den Rahmen drumherum gehabt haben. Weil es ist dann auch so, dass die, dass natürlich, wenn man jetzt bis an den Rand malt, es geht echt wirklich immer hier am Rand noch was verloren. Aber ich habe auch keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Habe ich leider keine großen Angaben darüber. Und hier sieht man beim Malen. Und das Interessante finde ich immer wieder, wenn man dann so Künstlerfotos sieht, dass sich eigentlich nichts verändert hat. Also wir haben auch diese Holzbretter mit irgendwie diesen Holzstielen, wo vorne ein paar Haare rangebunden sind. Das ist auch ein sehr entzückendes Bild. Also ich finde auch der Gesichtsausdruck der beiden finde ich ziemlich toll. Ne? Also finde ich sehr schön. 1914, das war schon nach seinem Schlaganfall. Hier haben wir ein Foto von ihm in Bordighera 1912. Also das war in dem Fall ein Jahr nach seinem Schlaganfall, wo er dann eben zur Erholung dorthin gegangen ist. Und hier sieht man schon, dass er relativ gezeichnet ist. Also das ist 1917 und er schaut schon ganz schön eingefallen aus. Also da ist es irgendwie erstaunlich, dass aus diesem relativ gewaltigen, mächtigen Mann dann irgendwie, dass er da schon ganz schön abgenommen hat. Ne? Hier haben wir die Jury der Berliner Sezession 1915. Also wir haben hier den Lovis und hier haben die Charlotte. Und es war so eine typische Situation, da gibt es unheimlich viele Bilder, die so sind, wo eben in der Wiener Sezession, wo eben dann die Künstler da sitzen und dann Ausstellungen jurieren, wo dann eben der Diener hier, der Hausdiener, dann die Bilder anschleppt und natürlich hier die ganzen Künstler sitzen so da und machen auf oberwichtig. Ne? Und das ist so, hier ist die Avantgarde und hier ist das Establishment. Und das Establishment war auch mal Avantgarde. Also so ist der Lauf der Dinge, würde ich jetzt mal sagen. Hier mal ein Bild 1920 in seinem Atelier und am Walchensee beim Spaziergang, wo er dann eben auch jemanden hat, der ihm dann die Leinwände trägt. Und man muss natürlich auch bedenken, wenn die irgendwo hingefahren sind, dann ist es nicht so wie heute, dass wir uns ins Flugzeug setzen und dann irgendwie für, keine Ahnung, da ein Wochenende irgendwo, keine Ahnung, nach Süditalien fliegen. Da ist es eben so, die haben halt Wohnkoffer und Riesenkoffer gepackt, das ist auf die Eisenbahn verladen worden und dann sind die jetzt nicht nur für eine Woche da irgendwo hingefahren. Hier sieht man ihn dann in Berlin Westend im Garten malen. Und hier ist diese Zeichnung, also in dem Fall das Foto, das ich dann als Vorlage verwendet habe für meine Zeichnung. Und dieses Foto ist in seinem letzten Lebensjahr entstanden. So, jetzt haben wir das Gesicht zu den Bildern und jetzt zeige ich euch die Bilder. Und er hat auch eine ziemlich traditionelle Ausbildung genossen, sprich, er ist in der gegenständlichen Malerei und auch in der Historienmalerei ausgebildet worden. Und da ist es auch so, dass er hier in dem Buch schreibt, der Gipsabguss. Und das war einfach auch eine, wie soll man sagen, das war einfach auch eine Lernmethode, die zu dem Zeitpunkt wirklich fast alle durchgemacht haben. Alle, die in irgendwelchen Akademien oder offiziellen Institutionen gelernt haben, sind nach den Gipsabgüssen trainiert worden. Und durch diese Gipsabgüsse hat man natürlich einen großen Vorteil, dass man einerseits ein Modell hat, das sich nicht bewegt und andererseits aufgrund der Abwesenheit von Farbe und der Farbigkeit der Haut, also das Inkarnat, wenn es jetzt zum Beispiel eine Büste ist, hat man dann den Vorteil, dass man sich gänzlich auf die Tonwerte konzentrieren kann.
Und das ist die erste Hürde, die man als Maler nehmen muss. Und in dem Fall war es so, dass er diese Ausbildung genossen hat. Und diese relativ traditionellen, das ist hier zum Beispiel hier ein Bild seines Vaters, ein Porträt seines Vaters. Und hier, der war dann, dieses Bild ist ziemlich bekannt gewesen. Und interessanterweise, das ist in Linz, dieses Bild. Und das heißt Neger Othello. Politisch nicht ganz korrekt, von 1884. Ich zeige euch nur Ölbilder, falls die Frage dann zur Technik kommt. Ich werde dann die Zeichnungen auslassen, ich lasse die Aquarelle aus, also sonst würde das echt den Rahmen sprengen. Und was aber schon interessant ist, man sieht auch schon auch seine Art und Weise zu malen. Es ist nicht wirklich mit einem Pinsel gemalt, wo er dann immer wieder vermalt, sondern es ist auch ziemlich flott gemalt. Also das heißt, auch wenn er jetzt im Gesicht hier ein bisschen mehr rumfrickelt oder den Hintergrund relativ langweilig macht, also einfärbig oder einförmig, ist es trotzdem so, dass er hier bei dem T-Shirt sich ganz, oder bei dem Shirt hier sich ziemlich gehen lässt und Gas gibt. Finde ich ziemlich toll schon. Man muss aber dazu sagen, dass das Bild auch wahrscheinlich ein bisschen nachgedunkelt ist. Also so, ich habe es eben in echt gesehen und es war wirklich schwierig zu sehen, weil es schon relativ düster war. Ne? Ich schaue mal gerade im Chat. Also Himmelsscheibe Nebra sagt gerade Tonwerte, meine Schwäche unter anderem. Nächsten Mittwoch kommen Tonwerte. Ist schon beschlossen im Webinar. 1889 stirbt sein Vater und hier im letzten Lebensjahr seines Vaters malt er noch sein Porträt. Und dann malt er ihn nochmal auf dem Krankenlager. Was hier auch interessant ist, das ist diese Vorgehensweise, wie er das so malt, weil jetzt diese Bilder, die unfertig sind, geben uns natürlich auch ziemlich viel Aufschluss darauf, wie die Vorgehensweise war. Denn er hat hier eindeutig eine Kohlezeichnung drunter gemacht und dann mit verdünnter Ölfarbe die Flächen reingetuscht. Hier das ein bisschen großflächiger gemacht. Interessanterweise hier im Hintergrund hat er es echt mit einem Pinsel so reingeschrubbt und hat es dann mit diesem relativ kleinen Pinsel angelegt und hat diese kleinen Pinselstrukturen gelassen. Nachdem das dann auch ein bisschen angezogen war, hat er dann sich total auf den Kopf konzentriert, hat den Kopf fertig gemacht und den Rest hat er skizzenhaft gelassen. Was natürlich auch interessant ist, das ist, dass er es signiert hat, also nicht gerade dezent. Das heißt aber auch, dass er das dann so wollte. Kann natürlich sein, dass er vielleicht auch dann, dass sein Vater eben nicht mehr sitzen konnte, dass er es gar nicht weitermachen wollte und er wollte es aber auch nicht aus der Erinnerung machen. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber interessant ist sicherlich, dass er das als fertiges Bild auch gesehen hat. Und man sieht natürlich auch hier in dieser Art von Malerei, das ist eigentlich auch eine Malerei, die ziemlich in der Zeit steckt. Also das ist so, da gibt es so einen Mönch, gibt es zum Beispiel Bilder von ich weiß, von so einem jungen Mädchen auf dem Krankenlager. Es ist auch ein Genre mit diesen Kopfkissenbildern. Und dieses Genre geht sogar bis ins Frühbarock zurück, noch länger, glaube ich, bis in die Renaissance zurück. Dass auch, ich habe mal auf Schloss Ambras, habe ich dann ein Porträt gesehen von einer Habsburgerin, die zu dem Zeitpunkt schon tot war und sie war aufgebahrt und sie wurde dann porträtiert, eben auf diesen Kissen. Aber meistens sind es siechende Menschen, die so dargestellt werden. Und da gibt es echt wirklich ein ganzes Genre. Was halt hier bei dem Bild auch so schön ist, das ist dieses Stillleben, das er hier auf den Stuhl hier gemacht hat. Und wie er dann zum Beispiel hat so diese Details so macht, hier diesen Nebenschauplatz mit dem Fenster. Natürlich dann auch hier die Frau, die da sitzt und strickt und sich um ihn kümmert. Also, und man sieht eben, dass natürlich sein Training das war, dass er natürlich auch relativ komplexere Sachen dann auch gemacht hat. Das werdet ihr dann auch sehen. Und dieses Bild möchte ich euch zeigen, weil ich werde dann später nochmal darauf zurückkommen. Denn dieses Bild ist von 1890 und wir halten uns eigentlich auch wieder im Bereich der Historienmalerei auf. Zu diesem Zeitpunkt im 19. Jahrhundert war die Historienmalerei die Spitze der Könnerschaft. Sprich, es hat eine Hierarchie der verschiedenen Motiviken oder Themengebiete gegeben. Und an oberster Stelle stand die Historie, weil die Historie auch die Erfindung be der Erfindung bedurfte, also der bildnerischen Erfindung. Und in der Spätrenaissance, im
Frühbarock hat es einen Künstler und Kunstschriftsteller und eigentlich einen Begründer der Kunstgeschichte gegeben, der Giorgio Vasari, der die Künstlerviten aufgeschrieben hat. Und viele dieser Begriffe, nach denen er Künstler beurteilt hat, die sind immer noch geltend. Also das heißt, es ist Colore, Disegno, aber natürlich auch Inventione. Und die Inventione ist die Bildfindung. Also das heißt, wie einfallsreich wird ein Historienbild behandelt? Und hier haben wir eben dieses Thema Susanna und die beiden Alten. Also in dem Fall heißt das Bild Susanna im Bade. Und interessant ist es eben so, dass das Bad ist nicht wirklich gut zu sehen. Wir haben eben eine nackte Frau, die sich abtrocknet. Das Wasser ist aber auch nicht zu sehen und das Ganze wirkt eigentlich wie eine Theaterkulisse. Wir haben hier dann auch ganz schemenhaft dann den einen Alten und der ist noch schemenhafter angedeutet. Und wir haben hier dann eben eine Blume und einen Armreif, der hier so abgelegt ist. Und seine Ausbildung war auch so, dass neben den Gipsabgüssen unheimlich viel Akt gezeichnet wurde. Und das zieht sich dann auch durch, weil dieses Thema immer wieder eines seiner Hauptthemen ist. Wir werden nochmal zu Susanna im Bade dann kommen und sehen ihn dann eben hier in das Selbstporträt mit Skelett. Das ist eines seiner bekannten Bilder auch. Also das ist auch so, dass dann andere Künstler das zitiert haben. Unter anderem ich glaube, mein Professor hat ein Bild gemacht und wiederum mein Professor wurde porträtiert von einem Künstlerkollegen von Manfred Blut. Genau in dieser Art und Weise Johannes Grützke mit Skelett. Also das ist ein Bild, das jetzt wie soll ich sagen, in der gegenständlicheren Malerei, in der gegenständlichen Malerei unter den Kollegen relativ bekannt war. Es ist immer die Frage, warum bestimmte Bilder dann so eindrucksvoll sind. Und bei dem Bild ist es aber auch, glaube ich, auch so, dass er so ein bisschen ungeschminkt daherkommt. Also ungeschminkt in dem Sinne, dass er ein bisschen feist, aufgedunsen, irgendwie müder Blick, aber dieser Blick hat irgendwie auch so was ganz Persönliches. Es ist jetzt nicht so dieses Selbstporträt, ich habe die jetzt auch ein bisschen ausgelassen, aber er hat ganz viele Selbstporträts gemacht, die eigentlich ein bisschen so Angeber-Selbstporträts sind. Also wo er sich so als großen Fürsten, als Kämpfer in der Rüstung mit Brusttattoo, also es gibt die verschiedensten, wo er sich so präsentiert. Und da ist es ein ganz intimes, privates Porträt. Und das ist, glaube ich, das, warum das so interessant ist. Ne? Himmelsscheibe, Nebra sagt, Akt habe ich auch immer gern gezeichnet. Die Modellkurse an der VHS waren die lehrreichsten meines Lebens. Es ist tatsächlich so, dass das Akt malen und zeichnen schon auch ziemlich wichtig sind in der bildnerischen Gestaltung, weil man natürlich sehr viel lernt über Proportion, über Gewicht, Perspektive, natürlich auch Schwerkraft. Und großflächig, kleinteilig und dementsprechend ist es natürlich so, dass das schon einfach auch, wenn man gegenständlich malt, dass es ziemlich wichtig ist, dass man dies durchläuft. Ich habe euch das hier eigentlich auch ausgesucht, weil manchmal sind die Akte relativ unspektakulär. Ich muss mich auch echt wirklich beschränken. Bei dem Bild finde ich das so, dass, wenn ihr euch an den Soroya erinnert, hat es auch so einen Akt gegeben, der umgedreht war, wo man es von hinten gesehen hat. Aber dieses Thema, diese Frau im Bett, wir haben hier eben auch diese Strümpfe, diese anhat und die Haare, die dann so wallern. Und das Interessante, finde ich, für mich ist erstens, wie er das so als Streifen in das Bild hineingesetzt hat und andererseits mit welcher Lockerheit, nennen wir es mal das, er dann so dieses Umfeld definiert hat. Also er hat sich da gar nicht groß aufgehalten mit dem unteren Teil, sondern er hat es dann auch so gemacht, dass er einfach nur angetuscht hat und ob das jetzt ein Bett ist oder was es jetzt genau ist, das definiert er jetzt auch nicht einmal. Aber die Sinnlichkeit der Frau und natürlich auch so die Dynamik der Pinselstriche macht das ganze Bild, finde ich, für mich sehr lebendig. Und das finde ich schon sehr schön. Das ist 75 auf 1,20 Meter. Hier habe ich euch jetzt auch Beispiele rausgesucht, seine Historienmalerei. Das ist von 1897, dann die Versuchung des heiligen Antonius. Und das Interessante bei ihm und dieser Historienmalerei ist, dass die zum Teil ziemlich grotesk ist. Also, und mit dieser Malerei hat er auch dann ziemlich gepunktet, weil sie dann nicht
in der Form so war, wie die Maler es vorher gemacht haben, die auch relativ brav und auch sehr konventionell dann diese Historien hingebastelt haben. Bei ihm hat es dann was Groteskes, hat es unheimlich viel Dynamik, und wenn man jetzt auch zum Beispiel so die Nebenschauplätze anschaut, hier diese zwei Skelette, dann aber auch hier diese Grimasse, dann hier die liegende, dann wenn man jetzt auch hier die Füße anschaut von der, oder dann eigentlich diese Gesichtsausdrücke, da ist unheimlich viel los. Aber der Antonius, der eigentlich am irrsten da drin schaut, hat was Karikaturhaftes. Und da gibt es eine ganze Menge an diesen Historienbildern, wo er dann manchmal auch mit der Proportion das nicht so genau nimmt, aber die Bilder sind kräftig gemalt, klar und entschieden hingemalt. Hier haben wir natürlich die Salome. Und es ist echt auch ein interessantes Bild, weil wie schon bei der Susanna angeschnitten, ist natürlich auch das Interessante dran, man nennt es ja dann Ikonografie. Das heißt, ein bestimmter Bildtypus wird immer wieder variiert von den Künstlern. Und es gibt eben jetzt zum Beispiel durch die alte Malerei, haben wir natürlich bei den Historien, beschränkt sich das, oder ist ein Großteil der Geschichten, die erzählt werden, sind biblische Themen und mythologische Themen. Und hier haben wir natürlich ein biblisches Thema, und das Interessante daran ist, dass er hier, also wenn man jetzt sein Profil hier nimmt, dann könnte man ihn, wenn man ihn jetzt sozusagen mit so einem Trachtenjanker anzieht, dann würde man sagen, der sitzt jetzt irgendwo in München, gell, im Hofbräuhaus und trinkt sein Bier, gell. Also er schaut unheimlich zeitgenössisch aus, erst einmal. Interessant ist, wie dann eine Geschichte neu erzählt wird vom Künstler. Und in der Form ist es dann so, dass wir hier haben wir die lächelnde Dienerin. Dann haben wir hier, ich bin mir nicht sicher, ob das der Herodes ist. Könnte jetzt sein. Dann haben wir hier den anderen Schergen, der sich hier mit den Beinen des Johannes abgibt. Wobei man aber dazu sagen muss, dass ich mir jetzt gar nicht mal sicher bin. Also hier geht es jetzt nicht um die biblische Geschichte, auch wieder ein guter Nebenschauplatz, sondern es geht um das Theaterstück von Oscar Wilde. Und für die Freunde der Oper unter uns hat dann auch ein bayerischer Komponist, der Richard Strauss, hat es dann zu einer Oper verarbeitet. Und diese Oper, die hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun mit der biblischen Geschichte. Das ist in dem Fall ist es dann natürlich auch nicht der Johannes, sondern der Johanna an. Und wir haben hier aber auch diese Salome, die relativ, wie soll ich, unbeteiligt diesem Grauen entgegenschaut. Das heißt, wir haben hier ein Lachen, wir haben hier ein eingefrorenes Gesicht. Hier haben wir eher eine Geste, die jetzt ein bisschen eher erschrocken ist. Er hat ja sowieso seinen Dienst verrichtet. Und sie geht auch noch her und öffnet ihm das Auge, um dann auch noch irgendwie diesen Blick zu sehen. Und die Geschichte, die ist echt starker Tobak. Also muss man ganz ehrlich sagen, also die hat nichts mit der biblischen Geschichte zu tun, sondern sie hat auch was leicht Perverses, weil in der Oper ist es dann auch so, dass sie dann am Schluss dann singt: Ich habe deinen Mund geküsst, Johanna an, weil sie sich dann nämlich über diesen abgeschlagenen Schädel hermacht, was dann ein bisschen eklig ist. Und der Herodes hergeht am Schluss und sagt, man töte dieses Weib, und dann wird sie dann auch umgebracht. Also ein bisschen heftiger Schluss. Also ist jetzt nicht unbedingt für die Vorweihnachtszeit eine Oper, also, und auch kein Familienthema. Interessant für mich ist natürlich auch immer wieder zu sehen, wenn man Studien sieht. Also das heißt, wir haben jetzt hier die erste Fassung, die ist 76 auf 83 Zentimeter groß, ist um einiges kleiner, und die Figuren sind auch manchmal ein bisschen verbaut. Hier bei der größeren Fassung, die ist 1,30 Meter auf 1,50 Meter, da hat er sich dann schon mehr Mühe gegeben. Also Mühe gegeben, ist er mehr ins Detail gegangen. Und die Glaubwürdigkeit der Salome ist anders, als wenn ihr es hier seht. Okay. Jeanette, ich bin gerade im Chat. Die Jeanette schreibt, Salome ist super krass geil. Ich weiß nicht, ob du das Bild meinst oder das Theaterstück von Oscar Wilde. Who knows, who knows? Ja, genau, Stefan hat eine musische Begabung. Eigentlich, ich wollte schon immer Opernsängerin werden. Aber wie gesagt, ne, das mache ich im nächsten Leben. Ne? Und das andere ist, hier, dass der Typ zeitgenössisch wirkt, hab ich auch immer gedacht, wenn ich das Bild sah. Da hat der Chevara gesagt, ja, also es ist eigentlich echt ein bisschen auffällig. Ich muss mal weitermachen.
Da könnte ich natürlich ein fröhliches Ratespiel machen, aber leider ist der Chat immer irgendwie so, keine Ahnung, eine halbe Minute verzögert oder sogar noch länger. Da steckt der gute alte Lovis, steckt natürlich auch in der Tradition drin, in der bildnerischen Tradition von Rembrandt. Das ist natürlich einfach auch so dieser geschlachtete Ochse, das ist so dieses Parademeisterstück von Rembrandt und das wird von ganz, ganz vielen Malern immer wieder bearbeitet und beackert. Und unter anderem, und vielleicht mache ich da auch mal einen Stream drüber, wo es wahrscheinlich den meisten den Stecker ziehen wird. A, dass sie nicht glauben, dass mir der Künstler gefällt. B, dass es ein bisschen shocking ist, was man zu sehen kriegt. Nämlich einen Maler, den ich besonders schätze, der heißt Chaim Soutine, der das Thema auch behandelt hat. Gibt es auch gute Anekdoten dazu. Hier ist es so, dass er hier ein Bild macht im Schlachthaus. Das ist 80 auf 90 cm. Und hier, das ist der Schlechterladen in Schäftlarn an der Isar. 70 auf 90 cm ist das groß, gell? Ja, das Bayerische, das kann ich schon, gell? Und jetzt ist die große Frage, warum malt man sowas? Und es ist erst einmal, glaube ich, natürlich sicherlich ein absolut grundlegendes Thema der Kunst. Nämlich Eros und Thanatos. Das heißt, der Eros ist der Liebestrieb, der uns antreibt, alles zu tun. Alles, was positiv belegt ist, ist Eros. Und Thanatos ist die Todessehnsucht. Und natürlich auch, wenn wir Vanitas-Stillleben nehmen oder sonst irgendwas, haben wir immer natürlich diese Balance zwischen dem Hier, Jetzt und auch dem Vergänglichen, der Vergänglichkeit. Und als Maler hat man natürlich dann auch noch wirklich hier die große Freude, dann in die Farbkiste zu greifen, eben dann diese gelblich-weißen Töne mit den roten Tönen zu machen. Und also ist natürlich halt einfach ein Fest für Maler, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Genau. In dem Fall nicht als Altsängerin, sondern als Countertenor. Ne? Wie er dann nach Berlin wieder, wie er nach Berlin gegangen ist, war es dann so, dass er auch so in die Künstlerkreise reingekommen ist und hat dann auch sehr viele Schriftsteller kennengelernt und porträtiert. Und hier habe ich euch ein Porträt rausgesucht vom Gerhard Hauptmann. Das Bild ist eben 87 auf 1,6 Meter groß. Und das ist auch ganz interessant, dass der Lovis Corinth auch bei uns als Impressionist gesehen wird, weil vom Prinzip her ist es so, dass er das Kolorit, das er verwendet, ist total traditionell und eigentlich eher so ein Salonkolorit. Also sehr viel Schwärze, sehr viel Dunkelheit und sehr stark übers Hell-Dunkel. Also er löst nichts in Farbe auf. Eigenartig. Also das ist jetzt nicht wirklich ein Aspekt, den wir jetzt dem Impressionismus zusprechen würden. Was bei ihm das Interessante ist, und es wird dann sich jetzt noch verändern, das werdet ihr sehen, ist der Pinselduktus, nämlich die Offenheit und dadurch natürlich diese Direktheit und dieses impressionistische Gefühl der Malerei. Auch wenn wir das hier anschauen, dann haben wir hier dieses Kleid und das ist ganz locker flockig hingemalt. Das heißt, diese Impression, die entsteht nicht über die Farbigkeit, sondern die Impression entsteht über den Duktus und natürlich über die Geschwindigkeit des Malens. Ne? Und das Ganze sieht natürlich auch ein bisschen anders aus, wenn er sich mit Frauen beschäftigt und vor allen Dingen natürlich mit Frauen beschäftigt, die dann an der frischen Luft sind. Und dementsprechend hat er auch dann eine andere Farbigkeit, weiß einfach auch außen gemalt ist. Und hier haben wir ein Bild, das in dem Fall in Hannover in dem Niedersächsischen Landesmuseum ist. Und das heißt Paddel Petermannchen. Das ist, wie wir eingangs gelernt haben, seine Gemahlin, nämlich die Charlotte Behrendt, die er immer Petermannchen genannt hat. Und dadurch, dass sie seine Schülerin war, hat sie natürlich auch ein großes Verständnis für die Malerei gehabt. Aber, nein, und, kein Aber. Und deswegen war es dann auch so, dass sie ihn dann auch, und aber auch sein ganzes Familienleben, ziemlich viel als malerisches Thema gedient hat. Also das heißt, sie war so seine Muse und hat sie immer wieder gemalt und immer wieder gemalt. Und da zeige ich euch jetzt auch ein paar Beispiele. Das hier ist jetzt zum Beispiel 95 auf 1,20 Meter und das hier ist jetzt 60 auf 80 Zentimeter.
Und da haben wir jetzt schon eher so eine Tendenz, dieses Impressionismus hat natürlich damit zu tun, weil es eben außengemalt ist. Das ist die eine Geschichte. Aber auch hier haben wir das dann so, dass er das auflöst. Und die andere Geschichte ist aber auch, dass er, und das ist der entscheidende Punkt, und das haben Liebermann nicht gemacht, und der Slevogt ist einer, der es ein bisschen gemacht hat, dass er das Schwarz rausnimmt aus der Palette. Aber wenn ihr das jetzt anschaut, hier haben wir sie jetzt 1904, wieder ein Bild, das in Linz ist. Das ist Ölfarbe auf Pappe, das ist 83 auf 50 cm. Und wir sehen sie hier 1904, ist sie hochschwanger mit dem Sohn. Hier klingt dann schon was an, was wir dann später zu sehen bekommen, in den späteren Bildern. Jetzt bei der Leinwand ist es dann so, dass er, das ist 1 Meter auf 54 cm, man sieht förmlich, dass es da einfach natürlich länger dran gemalt hat, wobei das jetzt einfach ein Bild ist, das auf Karton gemalt ist, was eher mal auch als Studie gilt. Hier hingegen ist es dann als auf Leinwand gemalt. Da haben wir natürlich echt ordentliche Frühschwundrisse drin in der Malerei. Also er hat sie da an, manchmal nicht gepfiffen, wie er das dann gemalt hat. Und unter anderem hat er sie dann natürlich auch in der freien Natur gemalt. Und da kommen wir jetzt schon auch in eine Region, wo wir eher sagen könnten, dass das jetzt impressionistisch ist. Weil er auch zum Beispiel dann die Schatten violett löst. Aber es ist trotzdem immer noch dieses Schwarz dabei und dieses Graue, ne? Aber tatsächlich gehe ich jetzt mal davon aus, das Bild ist 60 auf 80, dass er das vor Ort gemalt hat. Also sie war da gesessen und er hat sie dann dort gemalt. Und dementsprechend ist es auch so, was ich nicht müde werde zu betonen, dass wenn ihr was über Farbe lernen wollt, dann malt draußen. Also nämlich diese ganzen Lichtreflexe und wie zum Beispiel sich das auflöst. Aber wenn wir uns daran erinnern, und da verweise ich jetzt mal auf den Stream mit dem Sorolla, mit Joaquin Sorolla, der hat diese weißen Tücher anders aufgelöst. Das heißt, er hat hier das viel mehr mit Farbe gelöst. Da war rosa, blau, grünlich, weiß. Also diese ganzen Töne sind dann da drin gelandet. Da ist er echt noch um einiges zurückhaltender. Hier haben wir jetzt auch da, dann zeige ich euch drei Beispiele wiederum der Historienmalerei. Denn wir haben hier die Kreuzabnahme. Und ihr seht es, er hat es in sechseckig gemalt, also er hat es dann so hier eingeschrieben. Und interessant ist natürlich auch, er wirkt auch relativ zeitgenössisch. Also jetzt bei ihm kann man jetzt nicht sagen, weil er nackt ist und natürlich die Dornenkrone hat und natürlich diesen klassischen Bart hat, aber tatsächlich, sie ist jetzt auch noch traditionell mit dem Kopftuch. Aber es ist so, dass er das dann ganz schön kippen lässt. Also ich finde, und das sieht man jetzt auch am Bildschirm ganz, ganz gut, dass das Bild ein bisschen auseinanderfällt. Also es ist so, der Fokus fehlt mir jetzt auch ein bisschen. Das hier ist ein ziemlich starkes Bild. Dieser Teil wurde im Zweiten Weltkrieg dann ist verloren gegangen und jetzt, ich weiß gar nicht, wo das Bild hängt, in Leipzig, haben die dann diesen Teil dann ersetzt und lassen das aber auch so schwarz-weiß, damit man erkennen kann, dass das jetzt eine Fehlstelle ist, die nicht da ist. Aber da haben wir jetzt auch eine Kreuzabnahme. Und das Thema hat dann ein drittes Mal gemacht. Also wir haben jetzt die von 1895, dann haben wir die von 1906. Die ist 1,90 auf 2 Meter. Und hier haben wir dann das große Martyrium. Das ist 1,90 Meter auf 2,50 Meter. Und das ist interessant, also für mich ist es immer wieder interessant, dann so Bilder zu sehen, wo jemand das Thema so stark abändert. Nämlich, wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, dass jetzt dieses Kreuz auf Golgatha stehen würde, und das wäre natürlich in der freien Natur, hat der Lovis Corinth hier das in den Innenraum gesetzt. Also und diese ganze Brutalität, die er da drin hat, wenn ihr euch jetzt hier dieses Gesicht anschaut, diesen ausgemergelten Körper, die Nacktheit, also diese Direktheit. Und wir haben hier auch immer wieder natürlich den Stein des Anstoßes, das ist grundsätzlich, selbst wenn man das heute, wenn ich das jetzt heute malen würde, würden viele Leute ziemliche Probleme haben, wenn ich das irgendwo aufhängen würde. Also da ist ziemlich viel Brisanz drin. Denn natürlich die Nacktheit Jesu Christi deutet natürlich auch an,
Das ist jetzt eine freie Interpretation von mir. Deutet natürlich auch seine Stellung irgendwie auch oder seine Bedeutung als Mensch und auch als sexuelles Wesen. Also diese ganze Geschichte, dass er jetzt irgendwie auch eine Frau hatte oder dass er dann vielleicht auch sich vergnügt hätte oder so, das wird ja ausgeblendet von der Kirche. Und dementsprechend ist das natürlich schon sehr brisant und es wäre heute genauso brisant, wie es wahrscheinlich damals war. Also es ist einfach echt ein heftiges Bild. Und da haben wir auch wieder so eine Type, die auch wieder so, ja, man hat dann immer wieder so Leute, die aus der Zeit sind. Aber wenn ihr euch das mal anschaut, schaut euch mal die Details an. Hier diese Hand jetzt, aber auch hier dieses Gesicht, wie er das malt. Dann, dass er hier diesen Kopf mit der Hand verdeckt. Also es sind schon interessante Aspekte. Dann der Fuß, der dann da um ihn drum herum geht und er hält jetzt einfach hier den Nagel fest. Also es ist schon an Brutalität wirklich ganz, ganz heftig. Hier habe ich euch noch zwei entzückende Bilder rausgesucht von seiner Gemahlin. Und da kann man ganz eindeutig sehen, dass das jetzt ein Bild ist, das das ist keine Modellsituation, sondern das ist ein privates Bild. Also das ist so ein Bild von einer Frau, die im Bett liegt und irgendwie früh am Aufstehen ist oder in der Morgensonne liegt. Und ah ja, genau, das Bild heißt Morgensonne. Und man merkt es einfach. Und auch natürlich hier diese Entspanntheit, wie sie da liegt, die Hand hier auf der Brust, dann hier am Kissen und dann auch der Blick zum Betrachter. Es ist einfach so ein schönes, frisches Bild. Und da haben wir natürlich auch wirklich so diesen Bezug zum Impressionismus, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist jetzt die deutsche Form von Impressionismus. Und ihr könnt euch das anschauen. Wenn ihr den Liebermann anschaut, dann habt ihr auch genau diese Schwärzen drin, die sich auch durchziehen. Eben auch bei diesen Outdoor-Geschichten, diesen Sachen. Ne? Also, und hier haben wir natürlich ein anderes Bild im Korsett, wo sie eben ihrer Toilette nachgeht. Also das heißt, sie hat die Strümpfe an, die Schuhe und das Korsett. Und wo das eigentlich auch wieder so ein eher ein privater Moment ist. Das ist jetzt nicht wirklich so dieses Modell, das dann irgendwie richtig sexy in dem Korsett ausschaut, sondern das ist in dem Fall, sie macht die Morgentoilette und ist dabei gerade, sich vielleicht zurechtzumachen und anzuziehen, anzukleiden. Ich habe jetzt die Landschaften, die habe ich jetzt ein bisschen dünn gefasst, also weil das Werk einfach dann zu komplex ist, weil es gibt dann eben die Landschaften, es gibt die Stillleben, es gibt die Porträts, es gibt die Historien. Also da wechsle ich jetzt dann auch dazwischen. Und wir haben hier eben zwei Landschaften von 1910 und 1911. Das ist jetzt hier die Inntallandschaft und hier Blick auf den Kölbrand. Und da sieht man schon eigentlich auch, wo das hingeht. Ihr werdet es dann sehen bei den Walchenseebildern. Aber hier ist es auch schon so, dass man hier auch kein Schwarz mehr hat. Und da löst er auch die Dunkelheiten in farbig auf. Also das kann man wahrscheinlich hier in der Reproduktion nicht sehen, weil das hier fast schwarz ausschaut. Aber hier, das sind alles Grüntöne und Blautöne, aus denen das dann entstanden ist. Und da sind wir jetzt auch schon ein bisschen in der Richtung unterwegs. Aber wenn ihr jetzt euch an die pastelligen Franzosen erinnert, dann ist das weit ab davon weg, ne? Hier ist ein anderes Beispiel für ein anderes Genre, das er sehr, sehr präferiert hat. Und man muss aber dazu sagen, dass er auch wirklich gut verkauft hat ab einem gewissen Zeitpunkt. Wobei er aber auch dann älter war. Also das ist jetzt nicht so mit 25 gewesen, sondern da war er so Ende 30, hat es dann angefangen, dass er langsam Bilder verkauft hat. Himmelscheibe Nebra sagt etwas Verwandtschaft mit Max Lefugt. Ja, also es ist natürlich so, die haben sich gekannt und die hatten natürlich auch einen Austausch. Hier bei diesem Stillleben ist es, finde ich, interessant, dass er jetzt hier, das hat er seiner Frau gewidmet und er hat hier so ein Jagdstillleben, das heißt, hier hat er jetzt den Fasan und Enten, dann haben wir Hasen, Reh und das ist, glaube ich, eine gerupfte Ente, also relativ makaber, die liegen alle so rum, dann haben wir hier jetzt noch im dann verschiedenste Früchte, Trauben, Äpfel, Zitrone und das könnte sogar eine Ananas sein, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und dann haben wir noch hier diese Figur dahinter. Und das hat er eben seiner Frau gewidmet. Also da ist hier oben die Widmung. Und das waren einfach auch so Themen, die er grundsätzlich zwischen denen hin und her gegangen ist. Wir haben jetzt hier einen
Historienbild, der geblendete Simson von 1912. Und das ist entstanden nach seinem Schlaganfall. Und das ist 1,5 Meter auf, also 1,30 Meter auf 1,5 Meter groß. Jetzt wage ich mal zu behaupten, aber es steht natürlich auch in der Literatur, dass das ganze Bild autobiografisch ist. Und jetzt ein Maler, der eigentlich eine körperliche Einschränkung hat und dieser Schlaganfall ihn dann wirklich auch erstmal ziemlich umgeworfen hat, ist es so, dass er dann natürlich da sich wahrscheinlich auch reinprojiziert in diese Figur. Nämlich, was ist ein Maler ohne Augen? Ne? Also das ist natürlich echt der größte Albtraum, den zum Beispiel ein Maler haben kann. Das Interessante auch wiederum hier ist, dass er jetzt die Historie nimmt. Er hat jetzt hier diese Augen, die geblendeten, und dann haben wir jetzt ihn als Gefangenen definiert, aber das Ganze findet in einer Wohnung statt. Und das ist das Interessante, finde ich, bei ihm, dass er diese Brechung in diesen Bildern hat, dass es einerseits natürlich um diese Historie geht, so wie wir jetzt glauben, dass diese Historie sein könnte, also oder wie sie kolportiert wurde. Und er bricht die dann natürlich, indem er sie einerseits in die Zeit holt und andererseits auch an andere Orte verfrachtet. Was wir hier dann auch schon langsam zu sehen kriegen, das ist, dass sein Pinselstrich vehementer wird. Also viel kräftiger und Impasto kommt mehr rein, also mehr Farbe wird aufgetragen. Und das folgt dann natürlich auch in solchen Bildern, was ich euch auch als Beispiel rausgenommen habe. Und ich finde, dass eine Sache, die ich immer wieder lerne, wenn ich dann zum Beispiel diese Maler dieser Generation sehe oder was auch etwas ist, was mich immer wieder anzieht und mir natürlich auch den mahnenden Zeigefinger hinhält, das ist, trau dich was. Oder wie wir hier sagen würden, scheiß dir nicht an. Weil diese Bilder dann manchmal so sind, wenn man die in echt sieht, auch bei Max Lefogt, das ist einfach so hingedonnert. Und es geht nicht ums Finish, es geht nicht um das, dass ich es jetzt irgendwie sehr schön gemacht habe, sondern es geht darum, dass er einfach diesen Impulsen folgt und diesen Malimpuls, diese Situation, die er da hinmalt. Denn dieses Bild ist 60 auf 83 cm, das ist jetzt nicht so klein. So ein Format muss erstmal zugemalt sein. Und er fackelt aber auch gar nicht groß mit dem Stil rum. Und was aber auch noch interessant ist, wie er diese Kegelbahn, das Bild heißt auch so, wie er diese Kegelbahn so hochkippt. Also perspektivisch, naja, was soll ich sagen? Ne? Also wollen wir ihn da nicht festlegen. Weil wenn man nämlich hier den Stuhl sieht, perspektivisch, dann hier den Tisch und dann die Kegelbahn, die dann so hochklappt, ist natürlich die Frage, ob das jetzt so stimmt. Und das ist etwas, was ich dann wirklich ziemlich toll finde, dass er dann sowas macht. Dass er sich dann da irgendwie auch nichts scheißt. Und es ist jetzt auch so, dass jetzt zu der Zeit, nach seinem Schlaganfall, die Bilder immer vehementer und wilder werden. Und da ist es auch so, man sieht dann auch, dass teilweise die Schraffur, der Pinselstrich, immer in diese Richtung geht. Das wird manchmal ganz, ganz extrem sein, dass er das ganze Bild in dieser Richtung macht. Also als ob er den Pinsel so immer nur in der Richtung geführt hätte. Und diese Art von Malerei wird immer dann auch seinem Schlaganfall zugesprochen. Und dadurch, dass er ja am Anfang ja eigentlich auch sich sehr um die deutsche Kunst gekümmert hat, ist es so, dass die Nazis dann sogar dann noch einen weiteren Schlaganfall 1918 ihn angedichtet haben, um dann zu sagen, dass er halt deswegen einfach also so umgekippt ist und dann so expressionistisch wurde und eben entartet gemalt hat, weil er halt einfach durch diesen Schlaganfall dann nimmer wirklich im Vollbesitz seiner Kräfte war. Hier sind eben seine beiden Kinder, das ist der Thomas und die Wilhelmine. 1916, da war er 12. Und es ist irgendwie auch sehr schön, sie mit der Puppe und wie er dann ihre Hand hält und wie er das dann so ins Format hat. Was ich interessant finde, ist, dass er auch so den Arm anschneidet, also was irgendwie relativ kühn ist. Und ich werde dann später noch was dazu sagen. Dadurch, dass er so viel drauf malt, also maltechnisch kann ich noch was dazu sagen. Aber das seht ihr dann in Großaufnahmen um einiges besser. Da habe ich euch jetzt einfach auch eines der Selbstporträts rausgezogen. Und da ist es schon toll, wie kühn er diese Linien reinzieht. Und man sieht förmlich, wie kraftvoll er diese Farbe aufträgt.
Das Bild ist 105 auf 80 Zentimeter groß und da liegt natürlich auch diese ganze Erfahrung eines Malerlebens drin. Also das heißt in dem Sinne, dass es jemand ist, der sehr viel Farbe gemischt hat, Farbe aufgetragen hat und dementsprechend auch eine gewisse Sicherheit hat. Und deswegen sich auch manchmal nicht so richtig darum kümmert, ob er das jetzt genau definiert. Wenn ihr jetzt anschaut, wie er diesen Negativraum, also so diese Silhouette dann da beim Hals, einfach nochmal mit ganz fetter, pastoser Farbe reingemacht hat, um ihn räumlich hervorzuholen. Und natürlich auch hier, da fackelt er gar nicht so sehr ins Detail. Also hier mit den Pinseln, da haben wir dann noch irgendwie eine Staffelei, da haben wir Bilder im Hintergrund. Also es ist schon toll. Und hier sieht man das natürlich auch. Also das ist jetzt Magdalena mit der Perlenkette, also auch ein Historienbild. Aber wenn er jetzt das als Porträt gemacht hätte, hätte ihn wahrscheinlich das Modell verprügeln. Und so, ja, ich schaue aber so hässlich aus. Ne? Abbo sagt dann, ist das denn etwas, das er selber von sich aus anderen gezeigt hat oder eher etwas, das im Nachlass dann an die Öffentlichkeit gekommen ist? In dem Fall ist es so, dass diese Werke dann schon an die Öffentlichkeit gekommen sind. Er hat die ganze Zeit ausgestellt, er hatte dann auch große Ausstellungen und Retrospektiven und ist auch für diese Malerei geschätzt worden. Also das ist so, ihr müsst bedenken, 1918 die Demoiselle d'Avignon gemalt worden. Das heißt, wir haben die Avantgarde, wir sind jetzt da, 1918, da war der Kubismus schon am Kochen. Also das heißt, grundsätzlich, was die malerische und die künstlerische Innovation war, war das schon am Kochen. Und er hat die Sachen ausgestellt. Also das ist schon so, dass er die gezeigt hat. Hier möchte ich euch noch mal ein paar Stillleben zeigen. Und er hat auch mit diesen Stillleben, muss man auch sagen, die sind auch wahrscheinlich gut verkauft worden. Mehr, also würde ich jetzt mal sagen. Weil das einfach so Themen sind, wenn jetzt jemand auf diese Art von Malerei dann gestanden ist. Und wir sind jetzt eigentlich schon hier in den 20er Jahren. Das ist so von 1920 sind die Bilder. Also da ist es jetzt nicht so, dass wir noch tief im 19. Jahrhundert stecken. Also wir sind da jetzt schon einfach am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Und was auch so ein Aspekt ist, und das seht ihr jetzt hier, das ist eine der Weichenseellandschaften. Und es ist natürlich schon auch so, dass es selbst für 1922 war es dann schon so, dass es schon ziemlich kühn war, was er macht. Und da halten wir uns auch nicht mehr im Impressionismus auf. Und bei dieser Detailaufnahme kann man ganz gut sehen, wie vehement er die Farbe drauf gekoffert hat. Also das heißt, er hat dann mit einem Palettmesser wieder reingearbeitet, mit die Pinsel reingearbeitet, reingekratzt. Also es ist so furios, dieses Bild. Was aber dann passiert bei dieser Art von Malerei, das zeige ich euch später auch nochmal bei anderen Bildern, das ist, dass er sich am Schluss, kann er sich dann nur mit Schwarz und Weiß retten. Weil wenn ihr jetzt die Ölfarbe so lange auf der Oberfläche rumrührt und ihr rührt rum, passiert es, dass die Kontraste verloren gehen und die Farben vergrauen. Und da gibt es dann eben nur zwei Möglichkeiten. Das heißt, einerseits die Kontraste stärken und andererseits immer wieder frische Farbe reinmalen. Und das macht er zum Teil, also dass er immer wieder Farbe drauf kübelt. Hier kommen später nochmal die anderen. Und hier wäre ich jetzt bei einer Version Susanna und die beiden Alten von 1923. Sprich, dieses Bild ist 33 Jahre nach dem hier entstanden. Er hat das Thema dann noch einmal aufgegriffen. Und schaut euch an, und das finde ich ziemlich toll, wenn ihr den Künstler mit sich selber vergleicht. Also ich finde es immer problematisch, den Künstler herzunehmen und zu sagen, der Van Gogh ist anders als jetzt Gauguin. Und da ist es immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber interessant ist, innerhalb eines Werkes zum Beispiel dieses Werk im Kontext zu dem zu sehen. Also wir haben hier jetzt eine ganz andere Malerei. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, also wer auch in der Kunstgeschichte zum Beispiel sich an die 80er Jahre erinnert, an die Neuen Wilden zum Beispiel,
dann ist das eine Malerei, die hätte genauso gut in den 80er, 90er Jahren entstanden sein können. Also ganz locker. Diese Art und Weise, wie hier die Gesichter hingesetzt sind, also wie kühn das ist. Ich habe hier auch zum Beispiel eine Ausstellung geführt mit einem Richard Gerstl. Und das ist eben sogar noch ein bisschen vorher gewesen, der Richard Gerstl. Das ist eine malerische Auffassung, die da ziemlich, ziemlich ähnlich ist. Wirklich ganz brutal die Farbe drauf zu hauen. Und hier kann man das auch ganz gut sehen, dass durch dieses immer wieder drüber malen und reinmalen, entsteht eben auch so eine vergraute Farbigkeit. Aber die Geschichte ist ganz anders als das, okay, Susanne im Bade, wo sie von den alten beiden Spannern beobachtet wird. Hier konfrontieren sie sie und wir sehen die Susanne nur von hinten. Und da ist es auch so, diese beiden Bilder habe ich euch jetzt ausgesucht, um zu zeigen, wie stark er an die Grenze des Erkennbaren geht mit seiner Malerei. Denn dieses linke Bild heißt Kuhstall und ist von 1922. Das ist 60 auf 73 cm groß. Und das Interessante daran ist, dass die Kühe eigentlich nur ein bisschen schemenhaft an den weißen, schwarzen Flecken hier zu erkennen sind. Aber das ist also, das Ganze erschließt sich fast sogar mehr über den Titel als über das Bild. Also das heißt, ihr könnt jetzt vor dem Bild hocken und könnt natürlich sagen, ah, okay, also hier haben wir so Stützbalken. Also das heißt, es könnte schon irgendwie so eine Scheune sein. Die kann man gut erkennen. Dann haben wir hier so Balken, die was absperren. Aber hier wird es dann schon echt schwierig, dann irgendwas drin zu erkennen. Ist das der Kopf? Also wo ist jetzt was? Und so. Also das finde ich interessant, wie stark er dann schon an diese Grenze gegangen ist, 1922. Und da kann man es auch ganz gut sehen, er rührt so lange auf dem Bild rum, er rührt, dass er am Schluss reines Weiß und reines Schwarz reinsetzen muss, um sein Bild zu retten. Also sein Bild zu retten, um sein Bild von den Tonwerten her richtig hinzubekommen. Ja? Hier, das habe ich euch auch nochmal ausgesucht, weil das ist schon fantastisch, was er. Also da wird es dann schon so, dass ich da ziemlich begeistert bin im Hinblick darauf, wenn ihr euch jetzt anschaut, wie er diese Hand auffasst, die über die Silhouette nur funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt eine Fläche, diese hier, also so diese obere Fläche und dann das Abknickende vom Handrücken und dann den abgespreizten Finger. Aber auch zum Beispiel hier diese Augenbraue, die dann so hochzieht und natürlich diese Helligkeit, die er wiederum in den Kopf setzt, um jetzt hier diese dunkle Stelle vom Bart nach vorne zu bringen. Oder auch diese Negativräume. Und hier seht ihr, dass er ganz massiv einfach mit der weißen Farbe reingehen musste, um die Räumlichkeit und die Plastizität zu erkennen. Die Vera schreibt gerade, macht man seine Augen leicht zu, erkennt man die Kühe recht gut. Ja genau, und so funktioniert es auch. Interessant ist ja auch so, dass ich an den Bildern zeigen möchte, auch hier kann man es gut sehen, wie weit man an die Grenze der Erkennbarkeit gehen kann und wie man das dann in Flecken auflösen kann. Und das hier ist auch eins meiner Lieblingsbilder, weil ich natürlich persönlich damit verquickt bin, denn es hängt in der neuen Pinakothek, die jetzt, glaube ich, gerade generalsaniert wird, in München. Und das Bild war immer in dem letzten Raum der Sammlung gehangen. Also das heißt, man hat dann so Anfang 19. Jahrhundert, Ende 17. Jahrhundert mit Goya und so hat man angefangen. Da hat sich dann durch die ganze Salonmalerei, Pilotti und bis man dann endlich zu den Degas gekommen ist und den Impressionisten. Und im letzten Raum hängt dann dieses Bild. Und das Interessante daran ist, hier in der Reproduktion ist es viel kontrastreicher, als es in echt ist. Und da ist es auch so, dass wenn man dann weggeht von dem Bild, und das ist relativ groß, das ist 1,35 Meter, 1,06 Meter, also das heißt, er ist jetzt vom Oberkörper drauf, also der Kopf ist auch ziemlich groß gemalt. Und diese Gegenlichtsituation ist so, wenn ihr dann vor dem Bild steht, dann habt ihr den Eindruck, dass da wirklich die Sonne scheint. Das sieht man jetzt auch sogar im Videoschirm, also auf dem Videobild. Auf dem Videoschirm? Atmosphäre ist hier. Servus Bernhard. Und es ist so, dass er, das habt ihr auch gesehen, dass er auch ganz oft eben diese Bilder dann datiert, also wirklich den Tag. Und
und dann manchmal auch den Ort. Und es ist wirklich toll gemalt. Also eben auch, dass er gar nicht mal wirklich so penibel malt, sondern das Ganze so hinfetzt. Auch wenn er die Bäume anschaut, wenn er jetzt da hinten anschaut. Ne? Unglaublich. Also wie gesagt, das funktioniert in der Entfernung total super. Und wenn ihr davor steht, denkt ihr, das ist total irre, wie das gemalt ist. Also total irre, völlig ausgeflippt. Und natürlich, diese Weichenseelandschaften, die habe ich jetzt ein bisschen unterrepräsentiert, die möchte ich euch eben auch noch zeigen, denn es ist echt so, dass er da wirklich da auch auf diesem Haus war dann auch auf der Veranda gestanden und hat dann immer wieder so auch vom Haus runtergemalt oder ist aber auch dann irgendwie um den See rumgewandelt und hat dann immer diese unterschiedlichen Situationen und Ansichten dann gemalt. Und da sind auch wieder zwei total gute Beispiele dafür, dass er da am Schluss, das war jetzt irgendwie 1924, also in dem Fall das Jahr, bevor er gestorben ist, beide, wo natürlich ihm viele dann auch im Nachhinein, das ist ja irgendwie immer so die Sache, im Nachhinein wird ihm das dann attestiert, dass er halt immer nimmer im Vollbesitz seiner Kräfte war, dass die Leute das dann auch nicht verstanden haben. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Weichenseelandschaften auch absolut wichtig für die Kunstgeschichte waren, weil er da echt Sachen gemacht, also etwas gemacht hat, was total kühn ist. Ne? Oh my goodness, jetzt kommen die intellektuellen Fragen am Ende des Streams. Wenn du es auf eine kurze Aussage eindampfen müsstest, wofür steht Korinth für dich? Scheiß dir nicht an. Dafür steht Korinth. Also das ist einfach runtergebrochen. Denn es ist einfach kühne Malerei, die in der Balance oder im Zwischenspiel zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion hin und her schwingt. Und das ist etwas, was ich total mag. Also das ist mein persönlicher Ansatz, dass ich mag, dass diese verschiedenen irren Flecken dann auch eine Bedeutung bekommen. Deswegen habe ich manchmal leichte Probleme mit der abstrakten Malerei, weil die mir zum Teil beliebig ist. Zu beliebig ist. Genau. Und das ist eigentlich auch die Geschichte, ne? Und hier habe ich zwei Bilder jetzt noch. Das sind die zwei letzten Bilder, die ich euch noch zeigen kann. Das ist sein letztes Selbstporträt. Das ist 1925 entstanden. Und es ist schon auch beeindruckend, weil wenn wir das... Und was ich echt gern mache, also was ich schon vorhin erwähnt habe, ist nämlich eben immer mal vorwärts und zurück zu sehen. Wenn ihr hier diesen skeptischen Lovis Korinth anschaut, der so aus dem Bild so rausschaut, und da ist es auch so, wenn ich das Bild anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass ich dieser Person sehr nahe komme. Also die ist jetzt offen für mich. Oder sie strahlt was aus, wo ich was reininterpretieren kann. Es muss nicht unbedingt stimmen, aber es ist auf jeden Fall so ein Dialog. Und das habe ich hier auch. Ne? Also, wenn ihr das jetzt anschaut, dieser Blick, dieser zweifelnde Blick, oder ich weiß nicht genau, wie ich den interpretieren soll, aber ein fragender Blick, inklusive dessen, dass er sich dann nochmal als Profil dann in dem Spiegelbild dann auch malt. Also, echt richtig gut. Und da seht ihr auch, dass er dann am Schluss dann wirklich nochmal diese dunklen Drucker und die hellen Glanzlichter immer nochmal drauf malt. Die Jeanette schreibt gerade, ich glaube, die Malerei von Lovis Korinth steht für sein Leben und seinen ehrlich direkten Charakter und wie er die Welt sieht. Also das würde ich jetzt einfach mal ganz allgemein sagen. Also ich finde, das würde auf jeden großen Künstler zutreffen. Würde ich jetzt einfach mal sagen, Jeanette. Ne? Also, ja, also das ist so, ich schätze jetzt auch, dass die Zahlen werden mehr, also das heißt, die Andrew-Zuschauer, die Verräterschweine, die kommen jetzt dann wieder hierher, ne? Das. Ja, in dem Fall der Andrew, da gibt es am Schluss dann auch noch eine Andrew-Sache, bleibt also noch dran, weil es wird jetzt immer lang dauern.
Genau. Denn die Vera schreibt gerade, er wirkt auf seinem letzten Selbstporträt zerbrechlich, fast als würde er sich vor der Welt verabschieden. Das ist immer natürlich die Frage. Wir wissen es im Nachhinein, sagen, okay, 1925. Ich denke, da bin ich bei dir, er wirkt zerbrechlich. Und das Zerbrechliche ist interessant, dass er ein Mann, so ein stattlicher Gewaltmensch war, weil es gibt eben auch ein Selbstporträt, wo er mit nacktem Oberkörper ist und mit Modell und er so die Brusthaare hat und plötzlich ist er so fragil. Und das ist es auch. Also Vera, da bin ich voll bei dir. Und hier ist auch ein Bild aus von 1925 und es heißt Ecce Homo, sehet ein Mensch, wo Christus dann eben der Menge vorgeführt wird. Und Pontius Pilatus stellt ihn dann der Menge vor. Und das finde ich auch ziemlich berührend, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn man jetzt hergeht, also vom Gegenständlichen, ist es so, dass es manchmal so eine Sache ist, wenn ich jetzt so ein bisschen pingelig wäre, würde ich sagen, ist es manchmal verbaut. Wenn ich aber das anders betrachte, kriegt es dann einen guten Ausdruck, eben auch einen spezifischen Ausdruck, einen expressiven Ausdruck. Und wenn der jetzt aber auch hier dieses Gesicht anschaut, dann ist das natürlich der Wahnsinn, ne? Also das ist so dieses Leiden, das dann drin ist, diese Augen, die dann verloren gehen und diese blassen Kontraste, als ob er schon das Verschwinden anfängt, ist einfach auch ein Raum für Interpretation, ne? Ja, Andrea Müller sagt, ich sehe da auch Angst, das kann auch drin sein. Und ich finde, das ist manchmal schwierig, wenn wir natürlich die Biografie wissen, dass wir dann auch aufgrund der Biografie dann manchmal auch uns dann der Blick auf die Bilder verstellt ist. Aber die Jeanette schreibt, aber es machen nicht alle so direkt und losgelöst von der gesellschaftlichen Verhaftungen wie er. Ja, nicht unbedingt. Also ich finde, da gibt es schon echt wirklich auch gute Beispiele. Aber ich denke, da ist er schon wirklich gut. Ne? Ja, Jeanette sagt, bei Ecce Homo kommt das genauso raus, wie ich meine. Ja, also das ist wirklich auch so ein ganz starkes Bild. Und wenn er das dann auch näher sieht, das Bild ist halt natürlich auch ziemlich groß. Das ist 1,50 Meter auf 1,90 Meter. Dementsprechend sind die Figuren sogar überlebensgroß und eigentlich massiv und kräftig. Und das ist eigentlich auch wieder ein total interessantes Beispiel. Das ist jetzt nicht so, dass wir ihn jetzt als schwächelnden alten Mann sehen. Der ist, was, 25? Mit 67 ist er, was? 58? 25? Helfen wir mal kurz aus, wie alt ist er geworden? Ich hätte es mal aufschreiben sollen. 58 ist er geboren und 25 ist er gestorben. Das heißt 62, 40, 60, 67. Mit 67 ist er gestorben. Und für mich ist es schon auch noch ein kraftvolles Bild. Es ist jetzt keiner, der dahin sieht, weil er hat eine Lungenentzündung bekommen. Und wenn er die nicht bekommen hätte, hätte er vielleicht weitergelebt. Also das muss man auch dazu sagen, ne? Also, ich werde euch jetzt auch gar nicht groß dann noch weiter quälen mit weiteren Bildern. Ich möchte euch nur kurz noch eines zeigen, dass ich, weil man sollte eigentlich auch immer, also zum Beispiel hier, also das sind die totalen Männer-Macho-Bilder, ne? Also so dieses so, oh, ich bin jetzt irgendwie der Maler, das ist in dem Fall die Charlotte, seine Frau, da dürfen wir auch hinfassen. Aber es ist halt so, er trinkt Wein, Weib, Gesang, ne? Also das ist so der totale Malerklassiker. Dann haben wir hier ihn jetzt so als Maler protzig mit dem Hemd und dann die Muse, die dann sich an ihn anschmiegt. Und da haben wir natürlich irgendwie also das Jugendstil und Sezessionshafte. Aber es ist wirklich auch ein toller Katalog. Ich habe euch die alle unten verlinkt. Also wenn ihr das jetzt anschaut, ich mache jetzt einfach mal schnell, denn ich will euch noch das andere zeigen. Eben, das ist da glaube ich gar nicht drin. Nee, das sind nur die Spätporträts. Also schaut euch das an, was er da mit seinem Gesicht macht. Na? Ah, die Zeichnungen und so. Also schaut euch den Lovis Corinth an. Also ihr könnt ihn online anschauen. Ihr könnt vielleicht euch die Kataloge kaufen, falls euch das so begeistert hat. Wo ist denn das? Das ist ein ziemlich frühes, glaube ich, mit dem, was ich da meinte. Na, in dem Fall ist es wahrscheinlich in dem nicht drin. Aber es gibt so ein Bild, wo er oben ohne ist. Hier haben wir ihn dann jetzt als Bacchus wieder, ne? Bacchantenpaar, er und seine Frau. Na, hier von dem. Also wirklich richtig toll. Und in dem Fall natürlich auch, das hier ist auch, kostet nur ein paar Euro, ist relativ günstig zu bekommen. Das ist auch so, 67, danke, ja, ich habe es jetzt auch dann, der Diddlers Butcher. Diddlers Butcher? Diddler.
Die Vera Fränkisch, der Dittlers Batscher. Aber oh, das klingt aber echt total gut. Für alle Nicht-Franken, die haben leider Pech, die haben keine Ahnung, was ein Dittlers Batscher ist. Und in dem Fall ist es so, muss ich mal meinen Zettel zur Hand nehmen, weil ich bin eigentlich so in meiner üblichen Zeit, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, am Anfang, wie ich diese Künstlerstreams gemacht habe, war irgendwie die Vorgabe, dass ich immer so zwischen 40 und 50 Minuten brauche. Tatsächlich, wisst ihr, es gibt kein Bremsen bei mir. Das heißt, wenn ich mal losgelassen werde und natürlich ohne Punkt und Komma vor mich hinreden darf, dann tue ich es auch. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass ich euch das Werk von Lovis Corinth nahebringen konnte. Denn für mich ist er auch echt ein wichtiger Maler, weil er einfach auch so eine Kühnheit und, wie schon erwähnt, diese Balance zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion und auch eine interessante Entwicklung hat. Also das ist auch sowas, was ich dann an Malern schätze. Denn es gibt Maler, die bleiben relativ früh oder die finden relativ früh ihren Stil und bleiben dann auch dabei. Und das ist dann so, es wird nur immer sublimer, sublimer, sublimer. Und bei ihm ist es halt viel mehr ein Weg, der klar zu sehen ist. Und dann aber auch, was mir auch persönlich gut gefällt, das ist, und da habe ich das Wort natürlich schon genannt, das ist, wenn du spürst, dass ein Künstler authentisch ist, authentisch, Authentizität entsteht bei ihm durch seine Themen, dass er Themen macht, die ihm umgeben und über die er auch was zu sagen hat. Und das finde ich ist auch ein wichtiges Thema. Nämlich, und da kann ich mich natürlich auch ein bisschen verlieren, denn ich habe ein Interview mit dem Ricky Gervais mitgekriegt und der sagte dann, dass er halt irgendwie Drehbücher oder einen Aufsatz geschrieben hat für seinen in der Schule in Englisch. Und da hat er irgendwie eine total fantasievolle Geschichte erfunden und der Lehrer hat gesagt, das findet er nicht besonders interessant. Er soll über das schreiben, was er kennt und weiß. Und seine Mutter hat zu der Zeit dann eben eine alte Dame gepflegt und er ist da mitgegangen. Und natürlich als Jugendlicher war es so, dass ihn das natürlich total angestunken hat, gelangweilt hat, dass er da mitgehen musste, weil die hat da geputzt, die hat für die alte Dame gekocht und er musste halt ein bisschen mithelfen und war halt auch dabei. Er ist aber hergegangen und hat dann einen Aufsatz darüber geschrieben, über das, was er da erlebt hat. Und dann hat er es dem Lehrer gegeben und der Lehrer hat ihm total gute Note gegeben. Und er hat gesagt, genau das meine ich. Weil es um etwas ging, was nicht besonders spektakulär war, aber was er erlebt hat und was persönlich war. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Kriterium. Das muss man auch sagen. Ne? Dass man über das spricht, was man weiß und was einem umgibt. Und das muss nicht die Misere der Welt sein, das muss auch nicht irgendein Riesenthema sein, sondern es kann wirklich einfach auch ein relativ einfaches Thema sein. Aber wenn es empfunden ist, dann wird es plötzlich groß werden. Und nur das Private kann allgemein sein. Und alles Allgemeine muss auch irgendwie privat sein, dass es von Relevanz ist. Übrigens mein Grützke zitiert. Da fängt schon das große Danke an. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich will noch ein bisschen reden. Aber nämlich, was ich nämlich reden möchte, ist, als erstes Mal möchte ich mich bedanken natürlich für eure Aufmerksamkeit. Und die nächste Künstlerbibliothek, die gibt's nicht. Denn, weil natürlich die Verräter, die jetzt vom Andrew rüber gewankt sind, die werden es dann so haben, dass ich nächste Woche natürlich logischerweise, weil ich es immer im 14-tägigen Rhythmus habe, ist es so, dass nächste Woche nicht ist. Da könnt ihr dann ohne schlechten Gewissens zum Andrew rüber marschieren. Und in 2 Wochen werdet ihr dann Andrew und mich zusammen sehen. Denn den einen Stream, den ich mit Andrew gemacht habe, wo ich seine Arbeiten vorgestellt habe, werden wir dann so machen, dass wir das jetzt umdrehen. Das heißt, Andrew wird mich interviewen und ich werde dann einige meiner Arbeiten zeigen und wir werden dann eben auch ein Online-Gespräch machen, das dann als Livestream stattfinden wird. Und es wird eben in 2 Wochen am 19.03.2021 hier auf diesem Kanal stattfinden. Und in dem Fall müsst ihr euch dann wiederum nicht entscheiden, denn ihr werdet uns beide genießen können. Wobei ihr mich dann natürlich in Germanisch hört, also in the German English, you know, that is what I will talk to you. Also das heißt, kramt eure Langenscheids raus oder was auch immer. Und ansonsten, thank you. Ansonsten schaue ich noch mal kurz in Chat. Auch noch Philosoph Stefan, du bist ein Gesamtkunstwerk. Oh, thank you very much.
Was? Bitte Künstlerbibliothek? Nee, nee, die wird schon weiter. Okay, nicht verschreckt sein, die geht schon weiter. Ich werde nur eben dann in 2 Wochen, okay, falls ich mich nicht genau ausgedrückt habe, die wird weitergehen, aber eben in 2 Wochen werden wir eben unsere 2 Streams zusammenlegen, der Andrew und ich. Und dann wiederum in 4 Wochen geht es dann natürlich weiter mit der Künstlerbibliothek. Denn ich habe einen Künstler in petto und vor dem scheue ich mich noch ein bisschen, weil er echt richtig schwierig ist, muss ich ehrlich sagen. Und da weiß ich nicht ganz genau, wie ich ihn aufbereiten soll, weil er sich mir auch etwas entzieht. Aber das könnte interessant natürlich sein. Also ich kann ihn nicht hundertprozentig erklären. Er liegt mir aber sehr am Herzen. Ich könnte natürlich den Namen nennen, aber das mache ich noch nicht. Ansonsten, Denglisch. Ah ja, Denglisch. Ich habe gar nicht gewusst, wie das heißt. Denglisch heißt es. Okay, super. Ja, ansonsten ist es so, die Chat-Gemeinde, die ist schon groß am Winke-Winke machen. Und ich danke euch natürlich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Nächsten Mittwoch gibt es dann eben dann wieder den Webinar-Stream. Und in 2 Wochen dann das Gespräch mit Andrew James Judd und Stefan Gerd Nützel. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, ne? Und bleibt sauber und seid fleißig beim, nein, nicht fleißig, ihr sollt kreativ sein. In was auch immer. Ihr müsst nicht unbedingt malen. Man kann in allem kreativ sein. Aber jetzt höre ich auf zu faseln. Wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Servus.